Herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege. Diesmal mit den brasilianischen Operatoren. Numero Uno ist Capitão. Der ist eher langweilig. Der kann halt nur mit seiner Armbrust irgendwie. Okay, gut, der kann auch taktisch spielbar sein, aber den spielt keiner wirklich taktisch. Irgendwie kann der halt Rauchpfeile, also blaue Rauchpfeile schießen. Und halt Feuerpfeile, was halt sehr interessant ist, weil es auch keinerlei Feuergranaten gibt. Was wie Molotow-Cocktail gibt es halt hier noch nicht. Und MLG-Snicker war schneller als ich, der Arschloch. Na gut. Ich wollte mich auch genau hier hin, weil meistens ist hier die Drohne gleich zu Anfang. Wie kein Feind, ich sehe da Beine. Dankeschön. Nein! So. Ich bin mal gespannt, vielleicht ist der Capitão doch ganz gut. Ja, du wunderst dich natürlich, wo es herkommt, ne? So, ich lasse jetzt erstmal hier. Einsatz in 5 Sekunden. Weil das Gekrisse, das kann man auf jeden Fall ertragen. Geisel in Sicht. So, die Waffe. Oh, die, da muss, glaube ich, ein Visier rauf. Ich weiß nicht. Das, die könnte zwar sehr gut sein ohne Visier, aber. Ach ja, und man hat Splittergranaten, das ist auch sehr wichtig. So, und hier ist die taktische Armbrust. Man kann die Pfeile durchwechseln. Ich habe jetzt Feuer. Und jetzt habe ich Rauch. Da wir ja Geisel spielen. Ja, werde ich natürlich nur die Rauchgranaten, Rauchpfeile benutzen. Und Feuer werde ich dann irgendwann andermal zeigen. Obwohl, hier könnte ich ja die Feuerpfeile eigentlich benutzen. Und die Geisel ist ja ganz woanders. Geht mal weg da. Hey, das würde ich eigentlich machen. Okay, ich sollte hier weg. So, der ist tot. Hahaha. Eliminierung. Was? Nein, der Arsch. Hi, wie der in sich hineingesackt ist. Ach, Doc war das. Ich dachte, das war Castle. Castle. Der Doc, der hält auch eigentlich eine Menge aus. Ach, das ist doch scheiße, ich hab den nicht einmal getroffen angeblich. So, die Drohnen sind eigentlich total unwichtig. Na guck mal, der hat die lilane Universaltarnung. Ja komm, das macht ihr. Ich schau mal IQ zu, einfach. Oh, das ist die erste IQ, die mal das AOG benutzt. Das ist selten. Ey, will du killst die Geisel, Ash. Dann gibt's Kloppe. Also ich würde jetzt einfach mal runtergehen. Wenn da jetzt schon wirklich keiner ist. Einer ist ja immer noch oben, von daher. Irgendwo wird er schon sein. Aber das machen die nicht. Ganz im Ernst, ich würde jetzt nicht nach dem Gegner suchen in irgendeinen Räumen. Die sowieso unwichtig sind. Na, wir gucken mal Ash zu. Jetzt macht Ash dasselbe. Wow. Ah ne, die geht nach unten gut. Die hat noch 4 HP. Ich wette, der sitzt da unten. 100% sitzt der jetzt da. Nee, doch nicht. Dreißig Sekunden noch. Oh Gott, kill den! Ash!
Was war das denn? Wow. Hast du es gesehen? Ey, das sah so schlecht aus. Da hat er das echt noch geschafft, ey. Krass. Das hat er wirklich gut gemacht. So, jetzt ganz schnell Kavera nehmen, bevor die noch weggeschnappt wird. So, Kavera kann sich leise bewegen. Für wie viele Sekunden weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr kurz. Und sie kann Leute befragen. Also befragen. Man kann jetzt nicht rollenspielmäßig, wer bist du, wie heißt du, sonst was. Sondern sie befragt irgendwie so, wo sind die anderen. Und dann sieht man die ganz kurz, die Symbole und auch die Namen, wo die Gegner sind. Ich weiß auch nicht für wie lange, vielleicht für 15 Sekunden ungefähr oder 10 Sekunden, ich weiß es nicht. Aber auch nur, wenn sie im heilbaren Zustand sind, also wenn sie verletzt sind. Dann geht das. Alter, ist die schnell! Holy shit! Das ist... Wow! Oh, wie schnell die ist! Oh! Die ist ja richtig schnell! Ich glaube, das ist wirklich die schnellste Charakterin in ganz Siege gerade. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das passt gut, also. Alter, bist du bescheuert, ey. Hä? Wieso? Was bist du für Troller schon wieder? Warum haben die jetzt die getötet? Die hat nichts gemacht. What the fuck? Ah, der hat zwar gerade einen Fehler gemacht, aber ganz im Ernst. Ihr wollt ihn jetzt wirklich rauswerfen? Ist das jetzt euer Ernst? Warum? So, ich als Kavera muss natürlich Deutschland, ole. Warum ist hier ein Deutschlandzimmer? I love Fußball. Mit Doppel-S. Die Amis mal wieder. Oh, hier brauchen wir auf jeden Fall ein Visier. Das ist ja schrecklich. Was ist das denn? Eine Büroklammer, zwei zusammengeheftet oder was? Das sieht ja voll scheiße aus. So, mal gucken. Silent Step. Hä? Man bewegt sich ja ganz schön lange so. Das lädt sich wieder auf. Oh. Der war ja scheiße, genau wie ich. Achso, man kann nur so im Laufen und dann mit der Pistole. Weißt du was? Ich glaube, die ist sogar beim Zurückziehen schneller als alle anderen. Ich weiß auch nicht. Komm, bitte hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Please, Minotaurus oder wie du heißt. Hilf mir. Oh, shit, shit, shit. Ich hab's geworfen. 1 gegen 4. Ach du heilige Scheiße. Alter, haben wir auf die Fresse bekommen. Okay, krass. Ja, das mit Kavera ist... Ich dachte, die kann halt nur so für 3 Sekunden... Alter, wieder... Ja, der hat getroffen. Ist... Ey, wirklich. Ist der Wahnsinn. Die ballern immer rum und treffen angeblich. Wenn ich so rumballer, treffe ich nie. Hab schon oft genug ausprobiert. Bei Kavera dachte ich jetzt ehrlich gesagt, die rennt 3 Sekunden lang so. Aber man kann auch mit ihr rennen. Und das war's. Aber dass es sich auflädt, das ist eigentlich ziemlich OP, finde ich. Das ist krass. Vor allem, die ist noch sehr, sehr schnell. Und dann, wenn sie das benutzt, kann sie zwar nur... Ich glaube aber, sie kann da nicht schießen. Sie kann dann wirklich nur sich bewegen damit. Ihr müsst die Geisel finden. Muss ich mal gleich nochmal ausprobieren, wenn es eine vierte Runde geben sollte, wenn wir die jetzt holen. So, lass mich raten. Die Geisel ist hier oben. Irgendwie. Nee. Okay, ist ja mal was Neues. Dann sind sie wahrscheinlich hier alle hier unten. Auch nicht. Hier hat keiner was gedeckt. Das ist doch... Ach Mann, ey. Dann sind die alle in dem anderen Haus. Ist das auch ein Stockwerk? Nee, ne? Ich glaube nicht. No. Oder? Die Geisel wurde lokalisiert. Nee, gibt's nicht. 5 Sekunden bis Einsatz. Wo ist sie denn? Ach, da hinten. Geisel gesichtet.
werde mal ganz kurz nochmal mit meiner Drohne ein bisschen vorfahren. Und werde hier wieder diesen geilen... Mal gucken, ob das wieder funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Die wundert sich gerade schon. Hä? War da nicht gerade irgendwas? Kann ich die nicht... Nee, kann ich aber nicht. Das Geile ist, ich bin gerade durch die Scheibe gesprungen. Und sie hat noch gesehen, wie die Scheibe kaputt gegangen ist. Aber sie hat nichts weiter gesehen. Sie ist wahrscheinlich voll verwirrt. Aber auch Capitão ist voll schnell eigentlich. Der ist auch einer der schnelleren. Naja, okay, gut. In der Beschreibung, die Ubisoft gemacht hat für die brasilianischen Operator, ist ja, dass die halt irgendwie den Kampf... den Kampf auf den brasilianischen Straßen gewohnt sind und keine Ahnung und deswegen wahrscheinlich schneller dingsen können. Boah, wie der gesprungen ist! Der ist ja richtig geflogen. Das sah lustig aus. Der ist richtig, hat so richtig einen schönen, als wenn er seine Beine in der Luft nochmal so in die Hand genommen hätte und dann damit so eine Arschbombe gemacht hätte. Das sah genauso aus von Rook. Kommt schon, zwei haben wir down. Ne, hier mach ich's mal nicht. Hier wechsle ich mal die Munition. So, macht mal das. Das habe ich in Brasilien gelernt. Oh, das tut ja voll weh. Ja, Julia Kratos, ja, so macht man das. Guckt's ja an. Ey, nee, wie Rook geflogen ist. Das war... Schade, das hätte ich gerne gesehen. So, Cavera. Jetzt nochmal kurz ausprobieren, ob das mit diesem Silent Step auch wirklich so funktioniert, dass man da nur sich bewegen kann und nicht schießen. Aber sonst würde sie ja nicht ihre Sekundäre rausholen. Also ich glaube, man kann auch schießen dabei. Ah, jetzt könnte es doch nochmal spannend werden. Jetzt könnte es doch nochmal so eine 2-zu-2 Runde werden. Ja, für die Waffe brauche ich echt ein Visier, das geht gar nicht. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sicher. So. Boah, was ist das denn für ein Geiselraum? Ach, der hier. Na gut. Die ist sogar noch einer der jüngsten Operator, glaube ich. Und dann verschandelt sie ihr Gesicht so. Mit irgendwelcher Totenkopfschminke. Den lasse ich mal auf. Ja, ist mir egal. Ne, so kann man auch schießen, auch zielen. Okay, das ist ganz schön OP. Ich habe noch eine Mauer. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Die mach ich mal hier hin. So, Castle macht jetzt seinen Job auch endlich mal. Auch nicht schlecht. Geht's denn hier schon ab? Dankeschön. Oh, was? Ich war gerade perplex.
Ich dachte... Hä, wie hat er mich jetzt Wow. Beste Abschusskammer. Oh, da waren ja... Welche? Alter, bei der Kameradrehgeschwindigkeit ist ja der... Sehr ätzend. Das finde ich ein bisschen unfair, dass da die PC-Spieler so einen kleinen Vorteil haben. Weil die können das ja wirklich, glaube ich, ziemlich schnell drehen. Und wir hier nicht. Na gut, die Kameras bringen nichts. Aber da dachte ich erst, dass der Kasim mir ein größeres Loch schießt, damit ich durchgucken kann. Nö, da war Capitão mit einem fetten MG und ballert mich weg. Das war dumm. So, wir gucken mal Capcan zu. Ich kann diese Art von Visier da gar nicht leiden, die der drauf hat. Das ist so ein... Ich weiß auch nicht. Dann lieber halt ein Rotpunktvisier als sowas. Okay, der ist mir auch zu doof. Frost... Oh, hier geht's irgendwo ab. Der hat auch eine Schrotflinte. Oh, der wartet jetzt. Das ist jetzt nicht so spannend. Oh, die geht runter. Letzter Verbleib. Ach, der war schon tot. Okay. Eigener Trupp siegreich. Alle Gegner. Ja gut. Ich war der Einzige, der... Nee, doch nicht. Gott sei Dank, ey. Ich dachte schon, ich wäre jetzt der Einzige gewesen. Ja, aber der Raum zu den zu verteidigen, das ist auch gar nicht mal so leicht, finde ich jetzt. So schnell Capitão wegschnappen. Letzte Runde. Bin ich ja mal gespannt. Die allerletzte Runde. Weißt du, wenn das Bereich sichern oder Bombe wäre, würde ich mit meinen Feuerpfeilen da reinrotzen wie sonst was, aber mit der Geisel ist jetzt ein bisschen doof, dass ich jetzt den Operator... Ihr müsst die Geisel lokalisieren. So, ich gehe mal hier oben erstmal gucken, aber hier ist nichts, weil hier hat keiner was gemacht. Dann vielleicht unten. Ist auch nichts, hier hat auch keiner was gemacht. Also die im anderen Gebäude. Ja, ich höre schon Mute. Die sind unten. Die Geisel wurde lokalisiert. Oh, die sind ganz oben, okay. Ah, die sind da, wo wir gerade waren, okay. Tag auch, Valkyrie. 5 Sekunden bis Einsatz. Tschüssi. Geisel gesichtet. So, ich weiß, wo ihre Kamera ist. Feind draußen entdeckt? Och, Mann. Ja, Capitão ist genauso schnell wie Cavera, glaube ich. So, jetzt geht's los. Zuallererst gleich erstmal eine Granate werfen. Das ist eine gute Idee, Blackbeard. Wenn ich jetzt Blackbeard hätte, hätte ich jetzt eine krasse Idee, was ich machen könnte. Da ist eine Kamera, guck einer mal an. Schön von Valkyrie weggeschnappt. So, runter hier. So, ich habe jetzt den Plan. Feind draußen entdeckt, was? So, die sehen das Seil ja nicht. Der erste. Und rein da. Ja, scheiße, Mann. Hätte doch klappen können.
Ich würde eigentlich sofort die Geisel schnappen, aber... Hätte ich natürlich auch nicht geschafft. Ja komm, ein Gegner. Irgendeiner hat die Geisel. Nicht mehr. Okay. Mr. Blitz. Geil, der hat die voll krass geblendet mit Blitzes. Ich habe noch nie gesehen, dass Blitz was richtig krasses gemacht hat. Aber das war geil. Man sieht sogar, dass die geblendet sind. Ja, nicht schlecht. 0 und dann 3:2 noch gewonnen. Und Snickers ist Erster. Fast 4000. 5 Eliminierungen. Wieder diese 14 Bonus von Season Pass. Das macht eigentlich gar keinen Unterschied. Aber okay, immer ein bisschen was. So ganz bisschen. Gut, dann waren das jetzt die neuen Operator. Bisher, also neu in Anführungsstrichen. Die ganz neuen, die kommen ja irgendwann November oder irgendwann Oktober Ende. Keine Ahnung, irgendwie so in den Dreh. Und ich kann sie jetzt endlich eine Woche früher spielen als die Nicht-Season Pass-Besitzer. Mal schauen, was die so können. Also wenn da wirklich einer irgendwie mit einem Schwert rumrennt und ich glaube, das ist dann kein Rainbow Six dann mehr. Also der Charakter passt dann gar nicht dazu. Autsch. Aber ich denke mal, das passiert nicht. Gut, dann bis zum nächsten Part von Rainbow Six. Da wird es dann wieder Ranking geben und das mit den neuen Operator. Mal gucken, welche ich so ein bisschen, also ich werde auf jeden Fall vorher noch ein bisschen üben mit denen und mir auch Visiere kaufen. Ganz wichtig. Also bis zum nächsten Part. Haut rein und ciao.